Im Jahr 317 überfällt das lusitanische Heer Mayam einen der Verbündeten von Pars. Der König von Pars, König Andragoras III., beschließt, seinem Verbündeten zu helfen, indem er 300.000 Mann befiehlt, die lusitanische Armee zu vernichten. Sie stapeln die Leichen der lusitanischen Soldaten in einer bergigen Formation auf. Im Palast erteilt Varys, der Oberbefehlshaber, Prinz Arslan, dem Kronprinzen von Pars, Anweisungen. Prinz Arslan macht keine nennenswerten Fortschritte und ist nicht in der Lage, seine Position zu halten, da Varys die Oberhand gewinnt. Er rät ihm, sich mit solchen Dingen vertraut zu machen und ernster zu werden. So kann er seine Kampffähigkeit entwickeln und im Kampf besser abschneiden. Doch Arslan wird von zwei Dienstmädchen umsorgt, während er gleichzeitig ein Gespräch mit Varys führt. Er beklagt sich, dass das Training langweilig sei und fragt Varys, warum er nicht mit dem König mitgegangen sei. Er behauptet, dass es in der Abwesenheit des Monarchen seine Aufgabe sei, über die königliche Hauptstadt Ekbatana zu wachen. Kurz darauf wird er von Varys zu einem Treffen mit der Königin geführt. Dort angekommen, wird er von der Königin Mutter, auch bekannt als Tahamenai, angesprochen. Da er nicht so recht begreift, was sie ihm gesagt hat, bemüht er sich, ihr zu folgen und ein Gespräch zu beginnen. Aber sie scheint sich nicht für das zu interessieren, was er zu sagen hat. Das bringt ihn dazu, sich zu fragen, was bedeutet es, ein guter König zu sein? Während Aslan mit Varys durch den Palast schlendert, kommt Kishvard, einer der Hauptmänner der Kalvarienberge von Pars, auf sie zu. Er informiert den Prinzen über ihren Sieg und die Rückkehr des Königs. Die Bewohner von Pars sind voller Freude und erhellen die Atmosphäre der Ankunft mit Siegesjubel. Einer der persischen Jungen bemerkt einen kleinen Jungen, der von der lusitanischen Armee gefangen genommen wurde. Er fragt seinen Freund, warum ein so junger Mann überhaupt in den Krieg ziehen durfte, worauf er keine Antwort erhält. Arslan ist überglücklich, seinen Vater zu sehen und ihm von seiner sicheren Heimkehr zu berichten. Dennoch ist sein Vater ihm gegenüber unfreundlich und beharrt darauf, dass die Niederlage nie eine Option war. Später am Tag begibt sich Arslan mit einem Komplizen aus dem Palast in die Stadt Ekbatana, der sich Sorgen macht, dass der Prinz einer Gefahr ausgesetzt ist. Dies führt zu Unruhen. Doch Arslan lässt sich davon nicht beirren und bahnt sich seinen Weg durch die Sklavenviertel von Ekbatana, um die Lusitaner auf eigene Faust zu befragen. Er versucht, mit einem von ihnen zu sprechen, aber sie bestehen darauf, dass er eingesperrt bleibt. In der Zwischenzeit wird Etual, das kleine Kind, das gefangen genommen wurde, in einem kleinen Käfig in einem abgeschlossenen Teil des Quartiers gehalten. Drei junge Parsi-Burschen versuchen ihn zu korrigieren, weil er die Parsi-Kultur ablehnt. Aber die Korrektur geht nach hinten los, da er sie verprügelt. Nachdem er die persischen Jungen verprügelt hat, gelingt es Etual, sich zu befreien, und er versucht zu fliehen. Zu seinem Pech folgt Arslan den Geräuschen der Jungs, bis er auf Etual trifft. Dieser droht sofort damit, einen der persischen Jungen zu töten, wenn Arslan sich ihnen weiter nähert. Arslan willigt ein, woraufhin Etual den Jungen im Stich lässt und ihn stattdessen verfolgt. Daraufhin nimmt er ihn gefangen und nimmt die Verfolgung außerhalb des Quartiers auf. Die persischen Armeen jagen Etual, um Arslan zu retten. Obwohl Arslan Etual das Leben rettet, indem er ihn vor dem Sturz von einer Giraffe bewahrt, der seinen Tod zur Folge gehabt hätte. Etual öffnet Arslan die Augen für viele Dinge, die sein Volk auf harte Weise betreffen, als sie auf der Flucht waren. Nach einer langen Verfolgungsjagd holt der Hauptmann der Kavallerie Dayun Etual schließlich ein und versucht, einen Pfeil auf ihn zu schießen. Etual weicht dem Pfeil aus, schnappt sich eines der verirrten Pferde und reitet davon. Arslan hindert ihn daran, nach rechts zu zielen, sodass Etual schließlich fliehen kann. Am Abend, als Arslan auf dem Weg zum Palast ist, bringen die persischen Truppen die drei persischen Jungen, die für Etuals Flucht verantwortlich waren, zu Arslan, um ihn zu verurteilen. Arslan beschließt, dass die Jungen freigelassen werden sollen, nachdem er ihren Fall angehört hat. Aufgeregt drücken sie ihre große Dankbarkeit aus und schwören, dass sie in der Kavallerie dienen werden, wenn sie viel älter sind. In der Zwischenzeit möchte Dayun, dass Arslan einen seiner Freunde trifft, der helfen kann, aber Arslan sagt, dass er glaubt, dass ihre Stadt sicher ist, solange der König am Leben ist. Daher behauptet er, dass es noch eine Weile dauern wird, bis er seinen Freund treffen muss. Nach 3 Jahren üben Varys und Arslan im Palast, als sie plötzlich eine Nachricht erhalten. Varys erhält eine Nachricht, die ihm mitteilt, dass er und Arslan sich auf eine bevorstehende Schlacht vorbereiten müssen. Im Lager macht sich Arslan Sorgen, da sich das Wetter zu verschlechtern beginnt. Doch Karlan beruhigt ihn mit der Aussage, dass er die Umgebung ausreichend erforscht hat. Arslan wird von seinen drei Freunden begleitet, während die Lakaien, die unter seiner Aufsicht stehen, zu dem Gebiet schlendern, in dem sich die Nebel befinden.
Offenbar handelt es sich bei diesen drei Freunden um die Jugendlichen von vor 3 Jahren, die er nicht umgebracht hat. Sie haben ihr Wort gehalten und ihn beschützt, wie sie es versprochen hatten. Als Varys auf sie zugeht, ermahnt er sie, in der Nähe des Lagers zu bleiben und sich nicht zu weit zu entfernen. Kurz darauf erhält Varys von einem Kurier die Nachricht, dass der König mit Dayun, der auch sein Neffe ist, sehr unzufrieden ist. Zusammen mit Aslan macht er sich eilig auf den Weg zum Lager. Der König ist so erzürnt darüber, dass Dayun ihm geraten hat, sich aus dem Konflikt zurückzuziehen, da es sich um eine Falle handeln könnte, dass er Dayun seinen Titel entzieht. Später gibt er ihn jedoch zurück, nachdem Varys sich für ihn eingesetzt hat. Der Zeitpunkt des Kampfes ist gekommen und die Hörner werden geblasen, um allen zu signalisieren, dass sie in Position sind. Während der Schlacht stürmen die persischen Armeen entschlossen auf sie zu, während sich in der Ferne ein schreckliches Unheil ankündigt. Doch es stellt sich heraus, dass es sich um eine Falle handelt und die Armeen stürzen von einer Klippe in einen Kerker. Dies war ein energischer Angriff, der nur schwer zu stoppen war. In diesem Moment fällt es anderen Armeen schwer, ihre Armeen vom Angriff abzuhalten. Daher werden gleichzeitig Feuerkugeln in das Grubenloch geschossen, was dazu führt, dass die Armeen getötet werden. Sie versuchten, in einem anderen Gebiet Fuß zu fassen, aber es war zu spät für sie, um zu überleben. Der Prinz ist von feindlichen Truppen umzingelt und wird fast getötet, als Dayun eingreift, um ihn zu retten. Er tut dies, um sein Versprechen gegenüber Varys zu halten, das er bei der ersten Begegnung gegeben hat. Überraschenderweise macht Kharlan einen Vorstoß, um den Prinzen zu töten. Am Rande der Niederlage versucht Kharlan, Aslan das Leben zu nehmen. Glücklicherweise kommt Dayun ihm zu Hilfe und Aslan beschließt zu fliehen. In der Zwischenzeit ist der König gezwungen, nach dem Tod der anderen Armeen zu fliehen und er versucht, die Nachricht an andere weiterzugeben. Doch Kharlans böser Mitarbeiter kann die Boten zum Schweigen bringen. Als Teil seines Planes, den König abzusetzen, inszeniert Kharlan den gesamten Konflikt. Nachdem sie den Rückzug angetreten haben, machen sich der König und Varys auf den Weg zurück in die Stadt. Dort müssen sie feststellen, dass sie von einer vorrückenden lusitanischen Armee verraten wurden. Varys stürmt vor, um den König zu schützen, und tötet erfolgreich einige der lusitanischen Truppen. Am Ende wird er jedoch von dem Mann mit der Silbermaske getötet, der sich an Andragoras und seinem Volk rächen will. Der König ist beunruhigt, als sogar seine Armee von unvorhergesehenen Pfeilen abgeschossen werden. Währenddessen ist der Mann mit der Silbermaske wild entschlossen, sich zu rächen. Er behauptet, dass er sich an Andragoras rächen kann, nachdem er die letzten 16 Jahre darauf gewartet hat. Das Königreich von Pars wird von den Persern angegriffen und verliert viele Männer bei der Verteidigung. Nachdem einige Zeit vergangen ist, treffen Dayun und Aslan auf Narsus, einen mächtigen Kriegsherrn. Als sie sich treffen, werden sie von ihm mit offenen Armen empfangen, als sie ankommen. Kharlan hingegen schickt seine Männer auf die Suche nach Dayun und Aslan. Es wurde berichtet, dass sie in Richtung von Narsus Aufenthaltsort unterwegs waren. Um sie vor der Gefangennahme zu bewahren, gelingt es Narsus, sie zu verstecken und so zu tun, als hätte er niemanden gesehen. Die Soldaten teilen Narsus mit, dass Varys gestorben ist, und Aslan und Dayun, die sich versteckt hatten, sind außer sich vor Trauer. Nachdem Narsus das Angebot der Männer, sich Kharlans Armee anzuschließen, vehement abgelehnt hat, stürzen sie sich auf ihn und tappen unwissentlich in seine Falle. Nach viel Überzeugungsarbeit gibt Narsus schließlich auf und beschließt, dem Prinzen zu helfen. Als Verbündete ziehen Prinz Aslan, Darian und Narsus los. Zurück im Lager foltert die lusitanische Armee General Shapur von Ekbatana vor den Augen seines Volkes. Daraufhin bittet General Shapur, das Volk von Ekbatana sein Gesicht zu schonen und ihn mit ihren Pfeilen zu töten. Er erklärt, dass er lieber durch die Hand seiner Verbündeten sterben würde, als durch die seiner Feinde. Sie versuchen, auf ihn zu zielen, aber aufgrund der großen Entfernung erreichen ihre Pfeile nicht die Stelle, an der er gefesselt ist. Als er stirbt, wird er von einem Pfeil aufgeschreckt und alle fragen sich, woher der Pfeil kommt. Später führt Aslan ein Gespräch mit Narsus. Dabei offenbart er ihm, dass Ekbatana trotz ihrer starken Verteidigung zusammenbrechen könnte. Er bestätigt, dass alles, was er braucht, um die Menschen zu überzeugen, gut formulierte Worte sind. Die Königin Mutter fragt die beiden Marzpans, ob ihr Mann, der König, auch enthauptet wurde, und sie sagen ihr, dass dies nicht der Fall war. Sie ist erleichtert über diese Nachricht. Die Tatsache, dass die Königin sich nicht nach Aslan erkundigt hat,
hat sie sehr beunruhigt. Währenddessen beobachten Garshasp und Sam, wie ein Sklave der lusitanischen Sprache lauscht, und korrigieren das Verhalten der Sklaven. Kurz darauf meldet jemand, dass die Sklaven ein Ärgernis darstellen und sich bemühen, das Tor zu öffnen. Garshasp wird immer frustrierter und stürmt dorthin, wobei er viele Sklaven tötet und verletzt. Sam ist besorgt und meint, dass dies zu noch mehr Aufruhr und wilden Versuchen der Sklaven führen könnte. Garshasp scheint das nicht zu kümmern. Alles, wovor Sam Garshasp gewarnt hat, beginnt sich zu bewahrheiten, als die Sklaven gewalttätig werden und viele Zivilisten töten. Jiwe wird von einem hochrangigen Beamten beauftragt, die sichere Abreise der Königin aus der Stadt zu gewährleisten. Er kommt schließlich zu dem Schluss, dass sie nicht die Königin ist und erkennt, dass die Königin eine ihrer Dienerinnen ist. Die Dienerin versucht zu fliehen, aber der Mann mit der Silbermaske fängt sie ab und tötet sie. Die Tatsache, dass die Silbermaske sich einschleichen konnte, bedeutet, dass seine Armeen eingedrungen sind. Dies löst einen Aufruhr in der Stadt aus. Infolge des Aufruhrs wird die Stadt Ekbatana eingenommen, da das Haupttor aufgeschlossen wird und ein Angriff beginnt. Aslan, Narsus und die anderen verlassen ihren Wohnsitz, um sich in Sicherheit zu bringen, als sich die Situation zuspitzt. Die Silbermaske übernimmt den Palast und stellt fest, dass die Königin nirgends zu finden ist. Er befiehlt seinen Soldaten, nach ihr zu suchen. Tual hingegen zieht in der Kleidung der lusitanischen Soldaten umher, um etwas über die lusitanischen Sklaven herauszufinden. Kurze Zeit später werden die Soldaten ausgesandt, um den Prinzen zu suchen. Während er beobachtet, wie die Soldaten an ihm vorbeigehen, sieht er, wie ein Mädchen von lusitanischen Soldaten geschleift wird. Als er ihnen folgt, hat das Mädchen den Soldaten überraschenderweise bereits getötet, als er ankommt. Das Mädchen greift ihn an und er verlangt zu erfahren, wer sie ist. Im Eifer des Gefechts nimmt er ihr das Kopftuch ab und stellt fest, dass es sich um einen Jungen handelt. Offenbar handelt es sich bei diesem Jungen um den Diener von Narsus, der von Aslan geschickt wurde, um die Lage in der Stadt zu erkunden. In der Zwischenzeit trifft Giwe auf eine atemberaubende Priesterin namens Farangis. Sie teilt ihm mit, dass sie als Abgesandte der königlichen Familie von Ekbatana geschickt wurde und auf der Suche nach Prinz Aslan ist. Zu dieser Zeit ist die lusitanische Armee noch immer in heftige Kämpfe verwickelt und hat einen Angriff auf die Dörfer gestartet, um Aslan zu erreichen. Aslan und seine Verbündeten planen jedoch, sich an ihren Gegnern zu rächen, indem sie sie angreifen. Nach der Rückkehr von Etual von seiner Mission erhält Aslan Informationen über die Ereignisse in Ekbatana. Währenddessen folgt Giwe immer noch Farangis und besteht darauf, ihr bei der Suche nach dem Prinzen zu helfen. Allerdings tut ihr dies nicht aus Interesse, sondern wegen Farangis Schönheit. Aslans Plan scheint aufzugehen, als er die feindlichen Soldaten in einen Hinterhalt lockt. Mit ihrer geringen Anzahl wehren sie den Feind ab, sodass dieser sich wundert, wie viele Soldaten er bei sich hat. Sie können den Feind erledigen und erfahren, dass der König noch am Leben ist. Nach der Schlacht finden Farangis und Giwe schließlich den Prinzen und sie offenbart sich ihm. Mit dem Prinzen beschließen sie, die Stadt zu infiltrieren und auszuspionieren. Ihr Hauptziel ist es, die Sklaven zu befreien. Später in der Nacht, als Dayun durch die Stadt läuft, trifft er auf die Silbermaske und sie kämpfen. Der Kampf wird immer heftiger und während des Kampfes schlägt Dayun die Silbermaske vom Gesicht des Maskenträgers weg, wodurch dessen Identität enthüllt wird. Offenbar hat er eine Brandwunde am rechten Auge, die ihn zwingt, die Maske zu tragen. Als er merkt, dass seine Identität preisgegeben wurde, kämpft er wütend gegen Dayun. Zum Glück für Dayun wird er von Narsus unterstützt und gemeinsam entkommen sie. Nachdem sie ihren Auftrag erfüllt haben, kehren Dayun und Narsus zum Prinzen zurück, der sich zu seiner Sicherheit in einer Höhle verschanzt hat. Um ihren Verfolgern zu entkommen, suchen Aslan und seine Gefährten Zuflucht in der Festung von Kashan. Nach einiger Zeit finden Aslan und seine Gefährten heraus, dass Fürst Hodir sie aus nicht ganz unverdächtigen Motiven beherbergt hat. Sie beschließen, alles zu tun, um den größtmöglichen Schutz vor unvorhergesehenen Ereignissen zu bieten. Glücklicherweise können sie die Pläne des Fürsten durchschauen und seine Angriffe abwehren. Schließlich tötet Dayun Lord Hodir und zwingt seine Männer, sich zurückzuziehen und sie gehen zu lassen. Sam wird von Lord Silbermaske gefangen genommen, der verblüfft feststellt, dass Sam trotz seiner schweren Verletzungen noch am Leben ist. Lord Silbermaske glaubt, Sam sei tot. Man bittet ihn, der Silbermaske zu dienen, aber er lehnt das Angebot kategorisch ab. Er schwört, dass er dem König von Pars gegenüber immer loyal sein wird. Sam findet die Identität des Mannes hinter der Silbermaske heraus. Daraufhin fühlt er sich eingeschüchtert und überlegt, was der andere Mann gesagt hatte.
Offenbar handelt es sich bei Lord Silbermaske um den früheren König von Pars. Lord Silbermaske hat ein Treffen mit dem Sohn von Karlan, der ihm zusichert, dass er Arslan und Darjun für ihn besorgen würde. In der Zwischenzeit geraten Arslan und seine Gruppe in einen Hinterhalt, der sie in Schwierigkeiten bringt. Sie gehen jedoch getrennte Wege, um sich später wieder zu treffen. Als die lusitanischen Soldaten Elam töten wollen, kommt Arslan ihm zu Hilfe und rettet ihm das Leben. Nachdem sie dem Feind erfolgreich entkommen sind, beschließen sie, sich in einen Fluss zu stürzen. Als die lusitanische Armee auf sie zukommt, suchen sie Schutz hinter einem Busch, während die Armee sich nähert. Elam ist unzufrieden mit der Tatsache, dass Arslan sein Leben riskiert hat, um einen einfachen Mann wie ihn zu retten. Laut Arslan ist ein solches Verhalten unter engen Freunden völlig normal. Ohne weitere Probleme setzen sie ihre Reise fort. Narsus ist auf der Flucht vor den Leuten, die zuvor Krieg gegen ihn geführt haben. Er rennt in Richtung eines Berghangs und achtet dabei auf das eindringliche Geräusch von Reitern und er kann erkennen, um wen es sich handelt. Kurz darauf wird er von den Männern von Lord Silbermaske umzingelt. Lord Silbermaske identifiziert ihn als Narsus. Währenddessen sind Darjun und Farangis damit beschäftigt, die feindlichen Soldaten abzuwehren, die sie ständig angreifen. Während sie kämpfen, unterstützt ein böser Dämon den Feind und versucht, dem Prinzen zu schaden. Doch Elam rettet den Prinzen, als er gerade zu Boden gehen will. Aus Wut darüber, dass dieser Dämon es wagt, dem Prinzen zu schaden, greift Darjun ihn an und tötet ihn. Prinz Arslan ist glücklich, wieder mit Darjun vereinigt zu sein. Dieser ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass der Prinz lange genug lebt, um sein Ziel zu erreichen.